Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von uns. Mein Name ist der Buddha und wir sind die Snigglers Guild und wir machen hier auf YouTube Videos rund ums Thema Axie Infinity. Heute, liebe Leute, neue Ausgabe einer Episode von News und Schnacken. Wir wollen über das SAP-Update reden. Wir wollen über das Axie-Giften und das 24-Stunden-Nicht-Verdienen-Update reden. Wir wollen noch ein bisschen über Pack Axie gleich reden und noch über ein Interview, was ich gegeben habe. Also lasst uns direkt damit starten. Viel Spaß beim Video. Als allererstes kleines Shoutout an den Geldmentor. Das ist der Samuel, ein Kumpel von mir, bei dem war ich schon mal im Interview. Und der hat jetzt, ist es leider schon wieder 2 Wochen her, den Crypto-Talk mit mir mal wieder gemacht. Und ja, guckt euch das doch einfach mal an. Das geht eine halbe Stunde, es sind super interessante News dabei. Alles auch immer wieder rund ums Thema Axie Infinity, hat richtig Spaß gemacht, ist zwar 2 Wochen alt, aber trotzdem immer noch alles aktuelle News auf jeden Fall drin, auch ein paar Tipps auf jeden Fall dabei, guckt es euch an. Das lang ersehnte SLP-Update kam jetzt gestern und ja, die Brütkosten wurden angepasst. SLP-Brütkosten wurden verdreifacht und AXS wurde halbiert. Wir sehen jetzt hier die Brütkosten, ne, für ein Axie von 2 Virgins, also Axis, die noch nicht gebrütet wurden. Ein neues Kind kostet jetzt 900 SLP, danach steigt es auf 1350 und immer so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr habt das bestimmt schon alle gehört, ja, löst es das große Problem, was wir eigentlich haben? Kurzfristig vielleicht ja, aber das ist nicht die Lösung, die ich mir zumindest jetzt erhoffe. Also, na klar, wir wissen, Battles Version 2 wird kommen, mit Körperteilen upgraden, Land-Gameplay wird kommen, da werden neue Funktionen und Use-Cases für SLP auch dabei sein. Aber ja, das ist zwar schön und gut, wir haben auch gesehen, der SLP-Preis ist wieder angestiegen, ich glaube so um die 25%. Ja, schön und gut jetzt für die kurze Zeit, aber auf den Long Run wird es das nicht wirklich ändern. Und auch diese Halbierung von AXS ist jetzt auch nicht unbedingt motivierend, jetzt noch mehr zu brüten und noch mehr das SLP auch zu verbrennen, zumindest für mich oder für uns nicht. Das 10 Millionenste Axie wurde jetzt auch gebrütet, wir sind bei 10 Millionen. Viele sagen auch immer, ja, wir brauchen jetzt endlich mal einen Mechanismus, dass Axis weggehen, dass Axis weniger werden, dass man die ja wirklich in die Freiheit raussenden kann. An der Stelle nochmal gesagt, das haben Leute schon bei 10.000 Axis gesagt, dass das ganz wichtig und essentiell ist. Aus der Sicht von Sky Mavis, die sich ja wirklich am besten damit auskennen und auch die besten Berater haben und ein großes Team dahinter sind, die sagen selber, dass das nicht die Priorität momentan ist, dass man dieses Axi-Verringern gerade machen muss. Ich glaube denen einfach mal, ich meine, die wollen auch nur das Beste fürs Spiel. Und wenn die sagen, das haben die Leute schon bei 10.000 gesagt und jetzt bei 10 Millionen, man muss auch immer noch mal vor Augen führen, deren Ziel sind 50 Millionen User. Wir sind jetzt gerade, glaube ich, bei 2,5 Millionen. Und 50 Millionen User brauchen natürlich dann auch sehr viele Axis. Von daher, wenn man so ein Ziel ansetzt, so viele Users zu haben, dann braucht man natürlich auch so viele Axis. Und da sind wir, glaube ich, auch auf einem guten Weg dahin. Wir sehen ja ein stetiges Wachstum, sehen wir immer wieder in Updates. Und ja, also ich finde es erstmal natürlich gut, ne? Auch für unsere Scholars, so ist es natürlich gut, dass der SLP-Preis dadurch mal wieder ein bisschen hochgegangen ist. Es ist beruhigend und auch zu sehen natürlich, dass Axie Infinity das auch wichtig ist, ne? Der SLP-Preis und auch für die ganzen Leute, die ja am Ende darauf angewiesen sind, dass das Essen am Ende des Tages auch auf den Tisch kommt, wie es ja wirklich auf den Philippinen zum Beispiel ist. Von daher ist es wichtig zu sehen, dass es den Wich auch selber wichtig ist, aber es ist nicht das Ende der Geschichte, denn wir brauchen einen weiteren Use Case für SLP. Das nächste Thema hat auch ein bisschen negativen Mitgeschmack und das ist das Bumpy Bone Sale Update. Das ist bei den meisten wahrscheinlich untergegangen, das hat niemand mitbekommen. Das kam vor 6 Tagen raus und das wurde weder bei Twitter noch irgendwo gepostet, es wurde nur im Axie Discord gepostet und das hat sehr, sehr viele Leute aufgeregt. Denn Leute haben diese Axis immer noch gekauft, nachdem dieses Update rauskam und diese Axis waren einfach nicht mehr so stark. Wir gucken uns mal kurz an, warum denn dieses Axie so super, super stark war. Wir hatten die Kombination von Bumpy und Bone Sale. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Das war diese Tank-Alternative, falls der eine oder die andere sich daran erinnert. Und hier hatten wir es halt, dass durch Bumpy unser eigenes Schild bei jedem Tick, also bei jeder Aktion, das Schild sich immer wieder regeneriert um 20. Und Bone Sale wiederum,
jedes Mal, wenn unser Schild zerstört ist, dass wir eine Karte nachziehen. Das heißt, mit der Kombination davon hatte man fast unendlich oft Karten nachziehen. Und ja, das wurde beim letzten Season 19 Update nicht gefixt, obwohl es da schon wirklich auch in der Community bekannt war, dass das super, super broken ist. Ja, Season 19 kam, es wurde nicht gefixt, die Leute haben sich schon gewundert, die Leute haben richtig angefangen zu brüten. Die Dinger waren schweineteuer. Ich meine, hier ja, $337 ist jetzt auch nicht unbedingt günstig, aber die waren vorher richtig, richtig teuer und auch richtig, richtig gut. So, und ja, dann kam jetzt dieses Update von Bumpy Bonesale, die haben das in dem Discord gepostet. Selbst ich bin nicht viel in dem Discord unterwegs, weil ich den super, super spammy finde. Also wirklich da noch Übersicht zu finden, wo was ist, finde ich einfach zu großer Aufwand. Ich habe es dann per Zufall durch Twitter rausgefunden, von einem anderen YouTuber, den ich da folge. Und das hat einfach sehr, sehr viele Leute aufgeregt, weil sie Geld ausgegeben haben für Axis, die einfach nicht mehr so gut sind. Und auch das noch mit Season, also mit Season so ein Update zu fahren, das hat Axie Infinity auch noch nie gemacht. Sky Mavis auch nicht gemacht und das ging auf jeden Fall nach hinten los bei vielen, vielen Leuten, die sich mit denen an diesen Axis auch auseinandergesetzt haben oder diese auch selber gespielt haben. Ich fand die selber immer zu teuer damals, aber ich fand die auch super, super geil. Hab ja wie gesagt auch schon ein Video dazu gemacht. Aber deswegen sehr, sehr komisch, dass sie das dann mit Season auch angepasst haben. Wir sind jetzt direkt mal hier in dem Discord reingegangen und wir sind hier bei Support Updates. Ich will euch das noch einmal zeigen, wo hier diese ganzen Updates kamen. Hier war auch das Bumpy Bonesale Update und hier ist noch ein weiteres Update, was ich auch essentiell finde und was auch meiner Meinung nach nicht genug kommuniziert wurde, zumindest nicht über die großen Outlets wie zum Beispiel Twitter, sondern nur wieder hier gepostet wurde. Unter Support Updates sehen wir Axis Gifted will not earn SAP für 24 Stunden. Und ich habe es auch in meinen letzten Videos gesehen, in den Kommentaren wurde reingeschrieben, dass Leute spielen und irgendwie kein SAP verdienen, obwohl sie über 800 MMR sind. Ja, das liegt halt nun mal an dem schönen Update, was wir jetzt hier bekommen haben, dass wenn man jetzt Axis wieder giftet, mit diesen Axis dann auch spielt, in den ersten 24 Stunden keine SLP generieren kann. Ja, genau, das kam jetzt raus. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halte. Ist in Ordnung. Ich meine, für mich ist jetzt kein großer Unterschied, außer dass meine neuen Scholars, die reinkommen, dass die in den ersten 24 Stunden keine SLP generieren. Ist in Ordnung. Können sie sich ja dann wenigstens auf Adventure Mode konzentrieren, da die Energie reinballern, um sich schon mal hochzuleveln. Ist in Ordnung, aber ich denke mal, dass das wieder irgendwas mit Bots zu tun haben wird oder SLP-Farmen. Wird auf jeden Fall einen Grund haben, warum. Ach, und hier sehen wir es auch, das war genau das gleiche Update, was auch hier mit Bonesale und Bumpy-Ratte war. Und dann wirklich nur hier in einem kurzen Satz so beschrieben. Ja, ein bisschen blöd gelaufen, meiner Meinung nach. Deswegen Kommunikation, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Aber na gut. Als nächstes, meiner Meinung nach, richtig krasse News, denn vor ein paar Tagen wurde ein Landplot für einen Rekordpreis verkauft. 550 Ethereum, Leute. Hört euch das nochmal an. 550 Ethereum, das sind 2,5 Millionen Dollar für einen kleinen Landplot. Das ist natürlich einer der besten Plots, den es gibt, Genesis-Plot, genau in der Mitte, da wo auch alle immer landen werden. Aber das ist so verrückt, also ich denke mir da immer so, ich selber glaube schon sehr, sehr stark an dieses Projekt und an das Team dahinter, aber dann überlegt mal, wer glaubt denn da so hart dran, dass er da jetzt 2,5 Millionen Dollar investiert? Also das finde ich unglaublich krass, aber ich finde es auch geil, weil es dann doch immer wieder meinen Glauben auch noch ein bisschen stärkt so. Ja, heftige News auf jeden Fall. So, und jetzt zu guter Letzt noch einmal zum Thema Pack Axie. Ich wurde in den letzten Tagen immer mal wieder gefragt, wie es denn Mephisto geht, meinem Pferd. Pack Axie, das NFT-Game, was ich vor kurzem auch ein Video drüber gemacht habe. Und Leute, es ist am explodieren, ich sag's euch. Beim letzten Mal, als ich das Video gemacht habe, waren wir noch bei 21 Cent. Wir waren jetzt gestern Abend hier bei 66 Cent, fast 67 Cent. Und ich habe so FOMO geschoben, Fear of Missing Out. Ich dachte mir, Mist, ich hätte noch mehr investieren müssen, noch mehr Pferde kaufen sollen, noch mehr PGX-Token kaufen sollen. Es hat sich jetzt schon ein bisschen wieder beruhigt. Ich werde auf jeden Fall nochmal einsteigen, wenn es sich noch ein bisschen beruhigt hat. Aber es ist so verrückt, denn auch wirklich in-game, die zweite Währung hat jetzt auch endlich einen Wert. Die man pro Spiel verdient, ist jetzt bei 10 Cent und bei einem Win verdient man 100 Stück davon. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ihr könnt 50 Spiele innerhalb von 24 Stunden spielen und ein Win auf Platz 1 bringt euch schon direkt $10. Das ist richtig, richtig verrückt. Und von daher
gibt es ja auch dieses Renting-System, was ich letztes Mal erklärt habe, wo ihr selber eure Pferde verleihen könnt. Ich verleihe mein Pferd auch immer. Und was man hier sieht, man kann natürlich auch for free welche sich selber leihen. Da kriegt man dann hier entweder 60% von den Gewinnen ab oder natürlich, man kann mit diesem PGX-Token sich für 24 Stunden lang ein so ein Pferd mieten. Und da sehen wir ja, die Preise sind dort auch enorm gestiegen. Dadurch, dass dieser WIS-Token, den man selber verdient, jetzt auch einen echten Wert hat, dadurch sind auch diese Renting-Preise gestiegen. Und mein Pferd, Mephisto, verleihe ich meistens immer so für 80, habe ich zumindest die letzten Tage. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, 80 PGX mal diese 46, da sind wir über 30 Dollar, da sind wir so bei 32, 33 Dollar für 24 Stunden. Nur verleihen, nichts machen. Ich muss einmal am Tag den Verleih-Button drücken und kriege da direkt die 33 Dollar wieder rein. Also das ist so verrückt und ich sehe in diesem Token wirklich noch so viel Wachstum. Das ist wirklich mega verrückt. Wir reden hier noch von 46 Cent. Das ist ein bisschen vergleichbar. Ich will es nicht mit Axie Infinity vergleichen, aber PGX ist wie das AXS und WIS ist wie das SLP, ne? Damit ihr es ein bisschen versteht so. Und bei diesem PGX-Token, meiner Meinung nach, ist noch richtig viel Potenzial. Natürlich, wir werden damit, also 100 Dollar sehe ich da nicht kommen. Aber 1 Dollar sowieso, ganz, ganz sicher und auch, glaube ich, echt bald. Und 10 Dollar ist, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwo hergenommen so. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen no financial advice hier, ne? Also nehmt euch das jetzt hier nicht, geht jetzt nicht auf jeden Fall sofort hin und kauft diesen Token. Guckt euch das Projekt einfach mal an, guckt, ob euch das gefällt. Leiht euch doch einfach mal so ein Pferd for free aus. Ist auch nicht so einfach, man muss dann relativ oft die Seite immer wieder refreshen, weil natürlich alle diese Pferde for free auch ausleihen möchte. Aber man kriegt das schon hin. Also ich habe mir manchmal an einem Tag 4 Pferde geliehen. Einfach, man muss immer ganz schnell wieder die Seite refreshen und dann ganz schnell versuchen zu mieten. Das Geile ist ja, dass das auf der Matic-Blockchain ist. Da kostet euch eine Transaktion 0,00001 Cent, also gar nichts. Und ich bin ein riesen Fan davon. Ich habe ja mittlerweile schon versucht, mir eine Brütfarm da aufzubauen. Habe dann zwischendurch auch Pferde gekauft, habe die dann aber gleich wieder geflippt, zwar für ein paar 100 Dollar mehr. Ärgert mich jetzt, weil jetzt die Preise noch höher gegangen sind von den Pferden. Und ich da auch super, super gute Pferde gekauft hatte. Mephisto werde ich auf jeden Fall erstmal gar nicht verkaufen. Mephisto bleibt bei mir. Mephisto ist das 88. Pferd, was hier gebrütet wurde in dem Spiel erst. Und ist ein Founding-Pferd, Zero Breeder. Den behalte ich für ganz, ganz lange. Mephisto ist mir sehr, sehr nah gewachsen. Und macht auch Spaß, mit dem zu racen. Und die 3D-Races kommen auch bald, ne? Also da bin ich auch richtig, richtig heiß drauf. Von daher, guckt es euch mal an. Ich kann euch vielleicht mal das eine Bild von dem 3D-Race zeigen. Hier habe ich das Bild einmal kurz gefunden und hier sieht man es jetzt, ne? Vorher war das ja, wie in meinem letzten Video gezeigt, einfach nur 2D, relativ langweilig, aber trotzdem konnte man schon ein bisschen mitfiebern. Und hier sieht man jetzt mal das 3D-Bild. Ich kann noch mal ein bisschen ranzoomen und da sieht man dann halt die einzelnen Pferde, wie sie gegeneinander racen. Ein paar sind schon hinten abgehakt und ja, man wird dann auch Items dem Pferd anlegen können. Und irgendwann nächsten Jahr wird es dann sogar so weitergehen, dass man selber mit Skill das Pferd auch steuern kann und dass das Ganze so ein bisschen in Richtung Mario Kart geht, nur halt mit diesen Pegasus-Pferden, die dann auch Items haben können und die schießen können und man wirklich auch mit ein bisschen Skill natürlich, wie bei Axie Infinity, da geht es ja auch eigentlich nur um Skill, hier dann auch besser spielen kann und besser gewinnen kann und das nicht nur random ist, wie es ja momentan ist. Es ist ja schon sehr, sehr viel random momentan. Aber sieht spannend aus und da erwartet uns einiges. Und 3D-Gameplay soll schon noch Ende des Jahres kommen, also Ende diesen Monats. Ich bin super, super hyped, auf die, gerade bei dem Spiel. Es macht wirklich Spaß. Und ja, guckt es euch einfach nochmal an. Ich mache auch nochmal ein weiteres Video dazu. Also, das war es auch schon heute zum News und Schnacken. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch mal einen Daumen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, save the planet!